Steiner und Madleiner beim Ringen um den perfekten Popsong. Ist Ihnen vielleicht auch schon fast gelungen, werden wir gleich uns drüber unterhalten. Vorstellen tut das Album Wünsch mir Glück jetzt der Stefan. Genau, also wir reden über dieses Album hier, Wünsch mir Glück, nur echt mit der Zahnlücke. Es ist ein Album, bei dem keine Freude ganz ungetrübt bleibt. Wir haben es ja gerade schon in diesem Liebeslied, Trennungslied gehört. Es beschreibt aber auch, wie es mir mit dem Album geht, aber erstmal von vorne. Steiner und Madleiner sind Nora Steiner und Madleiner. Und jetzt Polina. Polina natürlich, okay. Weil das ist ein Name, der uns ein Begriff ist. Wir kennen Pippo Polina vielleicht noch, berühmter italienisch-schweizer Musiker. Wir kennen Fabian Polina unter dem Namen Faber. Madleiner Polina ist halt dessen Schwester, die auf dem Gymnasium in Zürich Nora Steiner kennengelernte. Sie haben damals etwas Ska gemacht in einer angeblich achtköpfigen Band. Nach der ersten Probe waren es dann nur noch fünf. Seit 2012 sind sie zu zweit unterwegs. Zwei EPs sind erschienen. Cheers im Jahr 2018, jetzt vergangene Woche. Wünsch mir Glück. Es ist im Gegensatz zum Vorgänger, singen sie diesmal ausschließlich Hochdeutsch. Auf dem Album davor gab es auch englische Texte, es gab auch schweizerdeutsche Texte. Beide verstehen sich als Songwriterin, beide schreiben ihre Texte getrennt voneinander und das hört man diesem Album auch an. Madleiner ist mehr für die persönlicheren Dinge zuständig, Nora eher fürs große Ganze. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen wie bei den Ärzten, bei Farin und Bela. Der eine muss alles immer direkt ausbuchstabieren, der andere macht es ein bisschen subtiler und kommt noch mit der flachsten Aussage durch, indem er sie in Ironie hüllt. Beispiel hier, Heile Welt, ein Nora Steiner Song. Da haben wir Formulierung, damit unsere heile Welt noch eine Weile hält, halten wir uns raus. Bei Madleiner klingt es dann ungleich subtiler, zu faul für jegliche Debatten, bleibe ich bei 40 Grad im Schatten. Bei Faber wäre es dann, in Paris brennen Autos, in Zürich brennt ein Kamin. Aber lassen wir das, die Vergleiche werden denen nicht ganz gerecht. Musikalisch haben wir es gerade auch schon gehört, das ist Indie-Pop mit mal mehr, mal weniger Rockhits. Wir haben Textmix-Einflüsse, wir haben Surfer-Einflüsse. Es ist auch ein bisschen Austropop mit drin, was sich Schweizer wahrscheinlich verbieten würden. Es geht manchmal auch in Richtung Schlager. Wie gesagt, ich habe mitunter meine Schwierigkeiten, insbesondere mit dem Textlichen. Sie selber sagen von ihrer Musik, es sei Musik, die man gut beim Autofahren hören könne. Dann darf man manchmal nicht zu genau hinhören. Manches ist halt textlich. Man soll ja auch auf die Straße achten. Man soll auf die Straße achten, ja, genau. Ja. Nicht so sehr auf die Texte. Manche tun halt wirklich weh. Also es gibt so einen Song drauf, wenn ich ein Junge wäre. Erinnert so ein bisschen an If I Were a Boy. Das ist halt wirklich so Vulgärfeminismus, wo ich immer denke, da sind wir doch eigentlich schon ein Stückchen weiter. Okay, ich bin ein alter weißer Mann, wahrscheinlich kann ich nicht so recht beurteilen. Aber das klingt schon ganz schön naiv. Auf der anderen Seite, wenn man dann bei Laute.de die Plattenbesprechung liest und findet man da als ersten Kommentar einen Menschen, der schreibt, es sei, Moment, wo habe ich es? Musik für Lesben, Transgender und solche, die es gerne werden wollen. Und da stellen wir natürlich fest, dieser Mann hat einfach keine Ahnung, das wird ihm ganz nicht gerecht. Nein, es ist ein wirklich schönes Indie-Pop-Album mit Schwächen, die ich vor allem im Textlichen sehe. Also bin ich tatsächlich fast 100% bei dir. Habe ich auch genau die gleichen Gedanken gehabt, auch genau die gleiche Diversifizierung, dass ich auch gedacht habe, speziell bei diesem Lied, wenn ich ein Junge wäre, oh Gott, das ist ja furchtbar, dieses, und du hast es gerade so wunderbar beschrieben, dieses 1:1 alles genau so sagen, wie man es in einem Gespräch sagen würde. So, und was richtig ist, ist richtig, aber es ist halt dann noch keine große Lyrik, wenn man es halt so platt einfach sagt. Und das hat mir bei dem Lied, das habe ich wirklich gedacht, das mag ich gar nicht. Und dann habe ich irgendwie nachgelesen und bemerkt,
Da sind auch Stücke drauf, die gefallen mir irgendwie von der textlichen Art viel mehr. Und das sind offensichtlich die Stücke eben von Madlena Polina. Da sind einige dabei, auch gerade hinten raus sind wirklich ein paar wunderschöne Lieder. Und auch das angesprochene erste Stück des Albums hat mir sehr gefallen. Ich denke, bei so einem Album muss man allerdings tatsächlich auch, du hast gerade schon gesagt, alter weißer Mann, das mit dem Weiß ist hier jetzt nicht so entscheidend, aber das Alter ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Also ich finde dieses Album noch etwas besser, wenn ich mich versuche zurückzudenken an eine Zeit, als ich eben noch nicht so viel Musik gehört habe, wie ich sie jetzt inzwischen gehört habe. Und ich denke, in dem Alter, in dem sicherlich ein Großteil des Publikums von Steiner und Madlena ist, würde mir das tatsächlich dann auch besser gefallen. Weil es wirklich, erstmal ganz objektiv versucht zu betrachten, ein wirklich gut gemachtes Album ist, mit wirklich was wirklich musikalisch schön gemacht ist, mit sehr vielen schönen Songs. Mir als jemand, der schon ganz viel gehört hat, alt ist etc., also persönlich, ist aber in der Musik auch ein bisschen zu viel drin, wo ich denke, ja, das ist so Liedermachertum ohne so dieses gewisse Extra, was mir dann manchmal fehlt. Also das ist halt das, was auch viele ältere Liedermacher und Liedermacherinnen heute machen, mit Texten, die ein bisschen gewitzter sind zum Teil, auch zum Teil nicht, wie wir gerade schon gesagt haben. Und das ist halt sozusagen jetzt aus dieser alten Mann-Sichtweise, dadurch ist dieses Album für mich ein kleines bisschen weniger interessant. Deswegen sind aber trotzdem da auch ein paar schöne Stücke drauf und deswegen ist das natürlich auch eine Band, die ich mir gerne auch live anschaue und das haben sie auch mit dem zweiten Album definitiv nicht in irgendeiner Form beschädigt, sage ich jetzt mal, blöde. Fragen wir nochmal weiter, wie es den Kollegen geht. Und wir begrüßen ganz herzlich jetzt in unserer Runde auch den Tiger, der sich auf eine andere Zeit eingestellt hatte und noch nicht so viel verpasst hat. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ich hatte eine andere Zeit gehört, war mir auch ziemlich sicher, aber egal. Tiger, bevor ich dann gleich diese Frage weitergebe, muss ich erstmal fragen, du siehst aus, als wärst du beim Friseur gewesen. Wir haben doch noch nicht, es ist doch noch gar nicht möglich, aber hast du private Quellen? Also im Gegenteil, ich finde, ich sehe ziemlich zerzaust aus. Ja, aber es sieht irgendwie, na gut, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass du schnell die Mütze runtergerissen hast. Okay, dann bleiben wir bei Steiner. Sofort in die Sendung. Genau, wir bleiben aber erstmal, du kannst dich noch so weit jetzt drauf einstellen. Wir sind bei Steiner und Madlena. Fragen wir mal Thomas, wie er dieses Album findet. Ja, ich habe mich geärgert. Liegt daran, eigentlich wollte ich dieses Album unbedingt gut finden, weil ich habe die beiden zweimal live gesehen, bei meinem Lieblingsfestival OBS, als Support Act bei Balthasar in der Faust. Die sind jung, erfrischend, charmant, tough, das macht Spaß. Da kriegt man nicht alles, aber vom letzten Album zum Beispiel Das schöne Leben ist ein gutes Beispiel für ihre Qualitäten. Schwungvoll, alltagsnah, bisschen schunkelig, aber hintergründig, nicht belanglos, alles fein. Aber hier hatte ich so meine Probleme. Hier finde ich, dass dieser Balanceakt echt kippt. Ich mag zwar diese trojanischen Pferde, die so gesellschaftspolitische Inhalte in gut hörbaren Radiopop verpacken. Das kann sehr gut funktionieren. Das funktioniert bei Faber ja auch, beim großen Bruder. Mhm. Ich war immer ein Fan von Chumbawamba. Paradebeispiel Tap Thumper ist tatsächlich genau das, obwohl ich den Song auch immer geskippt habe. Da gibt es bessere. Aber dieses Album, ja, ich verstehe, dieses Album ist feministisch und kämpferisch aus dieser Generation heraus. Das kann ich verstehen und respektieren, aber ich finde, es ist hier zu bedeutungsschwanger. Es ist bestenfalls so ein Schweizer Retro-Chanson zwischen Deutschland, Frankreich und Italien, manchmal ganz spannend. Schlimmstenfalls ist es unerträgliche Volksfest-Dschunkelei. Und selbst dort, wo die Musik ein bisschen düsterer rockt oder die Neue Deutsche Welle zitiert, gewinnt halt am Ende doch immer irgendwie der Schlager und sei es in der Songstruktur. Hm. Aber halt nicht als Ironie oder Parodie oder Travestie, sondern wirklich Schlager als Schlager mit cheesy Reimen, mit cheesy Melodien. Und da hilft es mir dann auch nichts, wenn ich weiß, dass das ein trojanisches Pferd ist und dass das eigentlich alles ganz anders gemeint ist. Ich habe einfach keinen Spaß mehr, das zu hören. Und es ärgert mich, weil ich weiß, dass die eigentlich ganz gut sind. Ja, so Zeilen wie jung sein ist sweet, la la la. Das mag ironisch gemeint sein, aber es kommt tatsächlich nicht ironisch rüber in dem Moment, weil es einfach zu glatt klingt. Das stimmt. Das ist mir auch oft. Jan, was sagst du denn? Du bist ja ein großer Fan von deutschen Texten. Ach, ich mochte Steiner und Madlena nie so wahnsinnig gerne. Also das klingt jetzt so, als wären sie schon seit Jahrzehnten irgendwie aktiv. Bist du mit ihnen zur Schule gegangen? Tatsächlich. Ich, also als ich
gehört habe, ist es das zweite Album. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Also wie lange haben die denn gebraucht für ein Album? 10 Jahre? Also so irgendwie fühlt es sich an, als gäbe es die schon ewig. Mhm. Ja, und das liegt am Lockdown. Mich stören halt genau dieselben Sachen, wie die anderen beiden stören, und mich stören sie halt irgendwie mehr. Also okay. Es ist halt so Higge-Pop irgendwie, ne? Da kann ich mich so reinlegen, da kann ich mich so wohlfühlen. Das hat auch irgendwie so eine Haltung, die kann irgendwie jeder auch unterschreiben. Das ist alles ganz wunderbar. Da muss man nicht nachdenken. Bei der Musik muss man auch nicht nachdenken. Da passiert nämlich nichts. Und ja. Da würde ich sagen, es passieren natürlich schon auch eine ganze Menge kleine und auch schöne Dinge. So ist es nicht. Also ganz so ist es nicht. Ja, aber das ist, also größtenteils ist das halt einfach so eine, keine Ahnung, die unerträgliche Leichtigkeit der Pop-Langeweile. So. Da kann ich halt absolut nichts mit anfangen. Das, okay. Also ich erkenne durchaus an, was sie da wollen. Also das ist ja auch wirklich clever gedacht, irgendwie zu sagen, ich bastel mir dann irgendwie so ein paar rollenprosaartige Songs zurecht und versuche irgendwie andere Positionen einzunehmen und versuche irgendwie radiotauglich gesellschaftspolitische Inhalte rüberzubringen, ist ja alles fein. Aber dann müssen halt die Songs auch gut sein. Und das, nee, also okay. Ich hatte es einfach nur genervt. Also Punkte für Effort, aber gut gemeint, aber nicht so. Nicht für Durchführung. Okay. Tiger. Wobei ich gerade diesen Faktor Langeweile ganz interessant finde, weil eine Assoziation bei mir war gepflegte Langeweile im besten Sinne. Sie singen ja nun mal auch selber irgendwie wie Leonce und Lena, steht uns Langeweile gut. Ich glaube auch, da sind sie sich ihrer selbst sehr gewiss und das finde ich eigentlich ganz charmant sogar. Naja, und ich bleibe ja dabei, dass ich sage, also das Alter der beiden, der Musikerinnen und das Alter auch der potenziellen Fans bedenkend, das ist eben auch... Wie alt sind die denn? Bitte? 10? Nein, also. Aber die sind irgendwie Anfang 20. Mitte 20. Die sind irgendwie Anfang oder Mitte 20 und das ist einfach ein Alter, da kann man sich auch in ausgetretenen Wegen bewegen, ohne dass man diese ganzen ausgetretenen Sachen schon mitdenken muss. Wir haben die alle schon tausendfach gehört und sind deswegen gelangweilter von solchen Strukturen. Aber sag euch jetzt nicht, was ich mit Anfang, Mitte 20 für Musik gehört habe. Okay, ich habe, naja, egal, gut. Wir lassen den Tiger nochmal zu Wort kommen, zu Steiner und Madleiner. Ja, hätte ich das gewusst, dass ich jetzt was dazu sagen muss, dann hätte ich später zugeschaltet. Weil mir fällt dazu nichts ein. Okay, na gut. Okay, dann kommen wir doch direkt, zur Punktevergabe. Steiner und Madleiner. Stefan, du fängst an. 4 Punkte. Mhm. Thomas? Sorry, Mädels, nächstes Mal wieder, aber diesmal 2. Mhm. Jan? Ja, das kriegt 2 für versucht. Okay, Tiger? 1. Mhm, okay. Ja. Ich würde tatsächlich 3 Punkte geben und würde mich ganz persönlich freuen, das würdet ihr vielleicht zustimmen. Es wäre, glaube ich, für das Alleinstellungsmerkmal tatsächlich schöner, wenn sie auf dem nächsten Album diesen Sprachmischmasch wieder aufgreifen würden. Also zumindest das Schweizerdeutsche ab und zu mal fände ich tatsächlich ganz charmant. Der große Bruder in Anführungsstrichen hat es ja gerade sogar vorgemacht mit einem ganzen Album mit Sophie Hunger und noch jemandem zusammen, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, Brandau, glaube ich. Brandau, aber das Album ist unerträglich. Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan, aber ich sage nur, das ist schon, ich finde, es ist halt was anderes, als wenn man es auf Deutsch machen würde, deswegen hat es schon auch einen gewissen Reiz, es zumindest zu hören. Es gibt jedenfalls auch ganz tolle Sachen auf Schweizerdeutsch, deswegen vielleicht wäre das ja nochmal ein Tipp. Egal. Wir zeigen nochmal das Album, so sieht's aus. Wünsch mir Glück für alle, die trotz unserer alten Mann-Perspektiven jetzt Lust bekommen haben, sich das Album anzuhören. Hoffentlich können wir es zeigen. Da ist es, genau. Wünsch mir Glück, so sieht es aus. Und Steiner und Madleiner, wir wünschen den beiden auf jeden Fall Glück und auch noch eine weitere Karriere, dass wir vielleicht dann auch im Sinne von Thomas wieder Alben hören, die uns noch mehr begeistern.